Hey du, schön, dass du dabei bist. Ich bin Lasse die Katze und wir sind hier bei Stray und wir laufen durch die Welt und wir sprechen jetzt mit Clementine, die wir gefunden haben in ihrem Haus. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu kriegen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Autobatterie, um sie jetzt mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass Nico Corporation eine in ihre Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht, er ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Wir bringen ihm diese Nachricht. Okay, jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte kein Problem, sich in die Fabrik zu schleichen. Eine letzte Sache, zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Fechtern fern. Hinaus. Da ist noch eine. Da ist noch eine und auf der anderen Seite ist eine. So, Katze, wir haben alles zerstört. Alles zerstört. Jetzt können wir wieder nach unten gehen. Hallo. Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis. Du hast ihn dir verdient. Yeah. 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 Was kann ich heute für dich tun, Mippy? Kannst mich mit echtem Geld bezahlen? Ich habe kein echtes Geld, ich bin eine Katze. Huch. Huch. Es ist dran zu sehen, wie die Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Hier scheinen sie Burger und Streetfood zu verkaufen. Ich erinnere mich an mein Lieblingslokal, als sie noch ein Mensch war. Es war klein und allein und der Name der Bedienung war, ich weiß nicht mehr. Er fing mit M an, glaube ich. Da geht's nicht. Kein Schritt weiter. Der Zugang zum Ausbruch. Vollständig wurde deaktiviert. Ausbruch ist nicht sicher. Kein Schritt weiter. Setzen. Resistenz Nikocorp. Yo, hallo.
Also, du bist nicht der kleine Raub, der ganz laut Musik hört. Fass mich, fass nichts an, mach keinen Lärm und frag mich nicht nach dem Kredit. Oh nein, es zwickt mir nicht, diese grausame Musik zu hören. Gab's irgendwo da? Da geht's weiter zu Neko Koop. Hi. Tut mir leid, Kleiner, du kannst hier nichts spielen. Neko Koop ist ja kein Ort für ein kleines Wuschel wie dich. Der Zugang ist gesperrt, aber nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre wartest, machen wir wieder gleich wieder auf. Oh, ein Typ, der eine Bombe hat. Ich weiß nicht, wovon du redest. Du kannst vielleicht beim Kleidungsladen vorbeischauen. Aber ist doch. War ich da gerade richtig hier oder was? Habt ihr das Falsche gezeigt? Hallo. Na klar, das ist Blazer. Er ist ein Stammgast. Ich habe gerade hinter meinem Land rumschleichen und sehe keine Ahnung, was er vorhat. Hey Blazer, ich hab zu tun, was willst du? Wo hast du das? Oh, du bist den mein Kontakt. Lass mich kurz die Atombatterie auf. Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Ich habe Autobatterie gelesen, oder? Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Neko-Corp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Ah, hier meine Idee. Besorgen mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Okay. Was kann ich jetzt hier machen? So. Aber wo könnt ihr jetzt die Sachen finden? Niemand kann, der wieder aufgestockt wird. Und da die beiden so inkompetent sind, könnte es eine Weile dauern.
warte schon seit Stunden darauf, dass dass Stubletschi zurückkommt. Mir hilft, diese Hütte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. So, in der Bar soll da eine wahrscheinlich sein. Hallo, ouch. Was ist das denn für ein komisches Gefühl? Der Friseur war ein soziales Raum, an dem die Menschen zusammenkamen, reden, Witze erzählten, Geheimnisse austauschten. Es war ein fröhlicher Ort. Selbst nachdem die Menschen fort waren, haben die Gefährten den Laden am Laufen gehalten. Es stellt sich heraus, dass Haare für einen erfolgreichen Friseursalon nicht unbedingt notwendig waren. Jo. Ja. Der Typ da hinten ist bis oben hin geölt. Wen weiß, dann weckt er mein harter Schlag direkt auf die Birne. Der Typ. Hoppala. Den gehe ich jetzt mal arbeiten. Hoppala. Kommt dein Kollege doch schon. Oh, hier zeitlich sagen wir was. Du Spinner. Sorry, ich war in der Bahn, haben wir auch nicht die Pfeifen geölt. Hinter die. Der gerölt. So, Katze. Da verstecken wir uns. Der bringt aber nicht wirklich leere Kisten rein, oder? Anscheinend bringt er leere Kisten da rein. Leere Kisten sind nämlich die besten Kisten.
So, jetzt brauchen wir noch eine Jacke. Kann ich einfach hier stehen. Deswegen haben wir das gemacht. So. Hello, Blazer. Geh und hol mir eine Arbeitsjacke und einen Arbeiterhelm, damit wir reinkommen. Herr Froh, der Helm wird ausreichen. Ich brauche allerdings noch eine Arbeitsjacke. Hast du eine gefunden? Ja, perfekt. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Ich bin nämlich schüchtern. Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber es wird schon gehen. Okay, spring in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Dann machen wir das. Miau. 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 Hineingehen, hineingehen. So. Jetzt sind wir in der Fabrik. Ich war Katze. Haben es geschafft. Und dann wollen wir gleich mal gucken, wie es weitergeht. So, nächstes Mal. Ich sag dir danke, dass du dabei warst. Ich bin Lasse die Katze. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.